Hallo liebe Wander- und Outdoor-Freunde, wir gehen heute die Traumschleife Gipfelrauschen am Erbeskopf. Wenn ihr uns begleiten möchtet, dann folgt uns. Viel Spaß bei dem Video, euer Hundsbuckel Outdoor. So, der Aufstieg auf den höchsten Punkt. Ist nur schade, dass es heute so diesig ist. Das wird man, glaube ich, bis in die Eifel hochsehen. So angedeutet sieht man ein bisschen von hier aus. Ich weiß aber nicht, ob die Kamera auch so einfängt. So, den höchsten Punkt, den allerhöchsten Punkt jetzt erreicht. Am Erbeskopf. So, hier oben am Erbeskopf, auf der Traumschleife Gipfelrauschen, befinden wir uns auch wieder mitten im Naturpark Sau-Hunsrück. Und der Weg führt hier wirklich durch wunderschöne Pfade vom Erbeskopf runter und bis jetzt sehr zu empfehlen. Wir sind gerade am Pause machen. Der Weg, der ist gerade richtig schön geführt hier. Einmal quer durch die Wildnis sozusagen. War richtig herrlich.
wirklich schön geführt. Also wirklich herrlich, der Weg hier. Und ich muss sagen, auch wenn wir jetzt direkt am Erbeskopf gehen, wo auch das Naturparktor ist und das Hunsrückhaus, ja, muss ich sagen, also sind nicht viel Wanderer unterwegs. Ein bisschen mehr als auf anderen Traumschleifen. Wir haben ja auch Urlaubszeit, aber nicht so überlaufen, wie ich gedacht habe heute auf Samstag. Was schön hier. Hier die Wiesen, Grillen zirpen, die Sonne brennt. War wirklich schön. Prost, Leute, alkoholfreies Radler. Gerade das richtig bei den Temperaturen. Ah, lecker. Ja, das hier ist der richtige Platz für einen Radler zu trinken. Schön in der Natur. Wunderbar hier. Natürlich geht der ganze Müll wieder mit. Wie ich hier auf der Traumschleife gesehen habe, gibt es Leute, die haben das immer noch nicht verstanden. Viel Müll hier rum, viel, ja, Bonbonpapier und von Müsli-Riegeln Papier unterwegs. Das muss nicht sein, finde ich. Das ist nichts, was viel Gewicht hat und das kann man auch wieder mit nach Heim, also mit nach Hause tragen. Also Leute, nicht den Müll einfach in der Gegend rumschmeißen, sondern mit heimholen, wenn man wandern geht. So, Kilometer 7, nur einen halben Kilometer, dann sind wir am Ziel. Also hier an der Stelle verabschiede ich mich schon mal von euch, weil ich weiß ja nicht, wie viel Betrieb nachher unten am Hunsrückhaus ist, am Erbeskorb, ob ich da überhaupt noch filmen kann. Und ich muss sagen, die Traumschleife auf jeden Fall Daumen hoch wieder. Wirklich herrlich geführt, naturbelassene Wege. Wunderschön, also wirklich. Zeigt uns mal wieder, wenn man rausgehen will. Man braucht nicht weit zu fahren. Die schönsten Orte liegen direkt vor der Haustür. So, ein kleines Statement von meiner Wanderbegleitung. Top. So, wir sind jetzt am Hunsrückhaus wieder angekommen, unten am Parkplatz. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wer Action-Liebhaber ist, der hat hier am Erbeskopf auch noch genug Möglichkeiten. Mountainbike-Park gibt es hier, habt ihr ja eben gesehen, oben am Anfang. Sommerrodelbahn gibt es hier. So ein Baumkletterfahrt. Also geboten wird hier eben hier genug. Wie gesagt, also die Traumschleife top, kann ich wirklich nur empfehlen. Wirklich traumhaft.